beim neuen veganen Food Diary am Food Friday. Ich habe heute mal wieder eine ganz bunte Palette an Inspirationen für euch. Und zwar habe ich so ein bisschen mitgefilmt über die letzte Woche, was wir so gegessen haben. Ich habe da nämlich so eine praktische Zeitrafferfunktion auf meinem Handy und da stelle ich mir dann ganz gerne mal daneben, wenn ich in der Küche gerade dabei bin, mir was zuzubereiten. Meistens auch direkt für Marco mit, weil wir dann irgendwie zusammen frühstücken oder sowieso ja zusammen Abendessen. Und da sind wieder ganz viele bunte, süße und auch herzhafte Kreationen mit bei. Und in der zweiten Hälfte des Videos packen wir wie jeden Monat zusammen die monatliche Trend Raider Box aus mit nachhaltigen Produkten, diesmal unter dem Motto Sunday Morning. Aber jetzt geht es erstmal ums Essen. Starten wir direkt mit einem asiatischen Gericht und zwar Pad Thai. Das habe ich auch damals sehr oft in Thailand gegessen. Das mochte ich so gerne, aber natürlich in der veganen Variante, weil original wird das meiner Meinung nach mit Fischsoße und auch oft mit Ei zubereitet. Aber natürlich haben wir uns unsere eigene pflanzliche Version daraus zubereitet. Und zwar ging es da erstmal los mit ganz viel Gemüseschnibbelei und zwar hatten wir dafür einmal praktischerweise so eine Tiefkühl-Asia-Gemüsemischung. Das ist ganz praktisch dafür. Da könnt ihr eigentlich aber auch nehmen, was ihr einfach zu Hause habt und das aufbrauchen. Richtig gut passt dazu zum Beispiel auch Naturtofu. Dann hatten wir Frühlingszwiebel, frischen Ingwer, Chili und Limettensaft und außerdem Pilze, Karotte, dann noch Edamame. Und die Soße haben wir uns dann zubereitet, einfach aus Sojasauce, Erdnussbutter, Limettensaft, Sriracha und das Rezept kommt auf jeden Fall auch in mein kommendes E-Book. Auf jeden Fall dann mit einer keinen spontanen Kreation, sondern halt mit dem richtigen Rezept, wo ich dann auch mal die Sachen abmesse, ohne sie einfach spontan zusammenzumischen. Weiter geht's dann mit einer Brotzeit für Marco und einer Smoothie Bowl für mich. Und zwar hat er sich da einmal Schwarzbrot gemacht mit selbstgemachten Brotaufstrichen, wie beispielsweise veganer Leberwurst und auch so einem Tofu-Zwiebelaufstrich. Und für mich gab es wie gesagt die Smoothie Bowls. Oder eine eigentlich nur. Und zwar war da einmal Banane drin und außerdem Beeren. Die kaufen wir mal ganz gerne tiefkühl. Und dann habe ich da noch ein paar Leinsamen mit reingegeben, Hafermilch, dann auch Tiefkühl-Grünkohl und noch Superfood-Pulver. Und getoppt wurde das Ganze dann mit Kernen, Nussbutter und Kakaonips. Marco backt ja gut und gerne mal selbstgemachtes Brot. Und ich finde, selbstgemacht schmeckt sowieso immer noch viel besser, vor allem wenn es dann noch so richtig schön frisch ist. Und da hatten wir jetzt hier zum Beispiel so ein Roggen-Dinkelbrot, war das, glaube ich. Und da gab es bei uns erstmal eine schöne Brotzeit, auch mit einem selbstgemachten Dip, natürlich ganz spontan zusammengemischt und zwar aus Weißen und auch Kidneybohnen. Dazu habe ich dann einfach so ein paar Gewürze gegeben, Apfelessig und auch Senf und das Ganze wurde dann getoppt mit gerettetem Gemüse. Da hatten wir nämlich einmal Gurken, das waren solche kleinen Mini-Gurken, außerdem Tomaten und auch frischer Petersilie. Ich trinke zum Frühstück ja immer ganz gerne mal einen Smoothie oder esse auch eine Smoothie Bowl oder ein Ice Cream. Marco wird von sowas meistens nicht so richtig satt, deswegen isst er lieber Porridge zum Frühstück, wie auch hier. Da habe ich dann nämlich einmal Haferflocken zusammengemischt mit verschiedenen Samen und Kernen und dann auch Hafermilch. Da könnt ihr aber auch jede andere pflanzliche Milch nehmen. Außerdem ein bisschen Wasser und dann außerdem Tiefkühlobst, aber da könnt ihr auch wiederum Frisches nehmen, wie beispielsweise Äpfel oder Birnen. In meine Smoothie Bowl kam dann einmal Tiefkühlgrünkohl, genauso wie Beeren, dann ein paar Bananen, außerdem verschiedene Samen und auch wieder Superfoodpulver. Und getoppt wurde das Ganze dann einmal bei beiden mit Nussbutter, Goji-Beeren, Kakaonips und Nüssen. Aber seid ihr eurer Kreativität und Gelüsten ganz freigesetzt. Zu diesem Abendessen war meine liebe Toni zu Besuch und sie hat uns lieberweise richtig schön große, saftige, fluffige Brezeln mitgebracht und außerdem ein Romanesco, den haben wir nämlich auch roh gegessen letztendlich. Das war richtig lecker. Das war eine Empfehlung von ihrer Mama. Ich wusste, dass man auch Brokkoli roh essen kann, aber der hier hat auch richtig gut geschmeckt. Dazu haben wir außerdem noch eine Rolle Blätterteig aufgebraucht. Da habe ich einmal Tomatensauce draufgegeben, dann außerdem etwas Mais und verschiedene Gewürze, also Salz, Pfeffer, Oregano und auch Majoran. Und dann hatte sie noch veganen Streukäse mit in der Tasche. Den haben wir da auch rübergegeben. Und zwar nicht nur rein, sondern auch noch als Topping obendrauf. Das Ganze wurde einmal schön gebacken. Und dazu gab es außerdem noch einen Dip zum Dippen. Und zwar einmal mit Sojajoghurt. Dann habe ich da Creme Vega reingemacht. Diese vegane Creme Fresh. Und dann kamen da außerdem noch ein paar Gewürze rein, außerdem so ein Knoblauchsenf und auch Apfelessig natürlich. Und dazu gab es dann außerdem noch so kleine Schälchen mit Antipasti, also eingelegte Paprika, Oliven und auch Gewürzgürkchen. Weiter geht's wieder mit Porridge für Marco und Smoothie Bowl für mich. Und zwar hatten wir hier noch von einem Rezept eingelegte Pfirsiche übrig. Die habe ich da direkt mal mit reingemischt. Und so habe ich dafür einmal einen Topf Haferflocken natürlich gegeben. Dann außerdem etwas Wasser und pflanzliche Milch. Dann etwas Zimtpulver,
Chiasamen, die dicken das Ganze auch nochmal richtig schön an und geben halt leckere und wertvolle Omega-3-Fettsäuren ab. Und genau, da kam da einmal dieser Pfirsich mit rein, außerdem etwas von dem Saft aus der Dose. Und in meine Smoothie Bowl kamen dann einmal Bananen, dann auch Beeren, Erbsen und auch Salat. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Also man kann in Smoothies auch wunderbar zum Beispiel Tiefkühlerbsen oder auch Brokkoli mit reingeben oder verschiedenste Salate. Da ist eigentlich immer so das Motto, je dunkler der Salat ist, desto mehr Nährstoffe hat der. Also zum Beispiel Spinat oder Grünkohl eignet sich da wunderbar. Da würde ich aber mit ein bisschen weniger anfangen, damit ihr euch sozusagen an den Geschmack gewöhnt. Dann kam hier auch wieder pflanzliche Milch mit rein und das Ganze wurde getoppt mit Nussbutter, Kakaonips, verschiedenen Nüssen und Samen und auch Kürbiskernen. Zu diesem Abendessen haben wir uns Grünkohl-Bowls gemacht mit Ofengemüse. Ich finde ja Salat allgemein immer super lecker, aber es muss auf jeden Fall auch satt machen. Und da finde ich, eignet sich immer super gut die Kombi aus ja, Salat und dann auch gebackenem Gemüse zum Beispiel. Hier hatten wir nämlich zum Beispiel einmal Grünkohl und auch Roma-Salat. Und das Dressing habe ich einfach gemacht aus selbstgemachtem Hummus. Den habe ich zusammengemischt mit Sojajoghurt, Senf, Apfelessig und auch ein bisschen Wasser. Beim Ofengemüse hatten wir noch etwas Kürbis von Halloween übrig und den haben wir dann zusammengebacken mit Kartoffeln und dann mit dem Garam Masala Gewürz. Und zum Schluss wurde das Ganze einmal getoppt mit Frühlingszwiebeln und so fermentierten Kohl. Ihr wisst ja, dass es bei uns mindestens einmal in der Woche Sommerrollen zum Abendessen gibt. Meistens auch, wenn Toni da ist, weil ich finde das immer so ganz schön als gemeinschaftliches Essen, dass sich halt jeder so seine Sachen darin einrollen kann in den Reispapieren. Und dafür hatten wir dann einmal frischen Salat. Dann habe ich außerdem einen Tahin-Joghurt-Dip gemacht mit etwas Sriracha drin. Das ist so eine Chili-Soße. Dann haben wir uns außerdem Süßkartoffeln gekocht. Dann hatten wir frische Tomaten und Gurke, außerdem Paprika und in der Pfanne hat Toni dann noch einmal Like Meat Hähnchen und auch Gyros gebraten, was sie mitgebracht hat. Dann gab es dazu noch Sweet Chili Sauce zum Dippen und auch noch gekochten Pok Choi und wie gesagt Reisnudeln. Reisnudeln gab es auch in dieser Kreation und zwar habe ich mir dazu eine Thai-Pfanne gemacht. Da habe ich auch einige von unseren geretteten Lebensmitteln drin aufbrauchen können und zwar einmal Zwiebeln habe ich dann einen Wok gegeben und dann zusammen mit Brokkoli. Da kann man übrigens auch wunderbar den Stamm mitverwenden. Der schmeckt, finde ich, roh sogar ein bisschen wie Kohlrabi irgendwie, also auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Dann kamen dazu außerdem ein paar Sprossen und auch Mais und dann habe ich das Ganze mit etwas Kokosmilch abgelöscht. Dann kam da so ein gemischtes Thai-Gewürz mit hinzu und auch etwas Chili. Dann habe ich Naturtofu in Würfel geschnitten und dann habe ich noch meine selbstgemachte Gemüsepaste mit dazu gegeben, genauso wie Apfelessig und natürlich Sojasauce. Hier habe ich mir wieder eine leckere Smoothie Bowl zubereitet. Wenn wir Lebensmittel retten, sind da auch sehr oft Bananen mit bei oder gerade in so Supermärkten oder auch Biomärkten kann man sehr oft aussortieren. Bananen kaufen, die dann halt so ein bisschen Schalenfehler haben oder schon so ein bisschen Pünktchen auf der Schale haben. Das heißt aber eigentlich nur, dass sie halt schön reif und süß sind. Nur weil wir die halt meistens selber nicht direkt aufbrauchen können, friere ich die ganz gerne ohne Schale ein. Oder man kann die auch zum Backen richtig gut verwenden, weil die halt auch so eine Bindeeigenschaft haben als Eiersatz. Hier in diese Bowl kamen dann nämlich auch Bananen mit rein und zwar zusammen mit Brokkoli, Erbsen, Beeren und pflanzlicher Milch und außerdem verschiedenen Samen. Und als Topping kam hier einmal Kakaonips mit drauf, dann natürlich Nussbutter, dann nehme ich meistens einfach Erdnussbutter, weil ich die so gerne mag und außerdem verschiedene Nüsse und auch Samen, damit man noch so ein bisschen Crunch mit drin hat. Ja, und wie versprochen kommen wir jetzt zur Trend Raider Box aus dem Februar und dem Motto Sunday Morning. Das ist ja so eine monatliche Trend Box, wo man immer verschiedene Produkte ausprobieren kann. Also letztendlich spart man da auch richtig gut, weil man, wenn man die Produkte einzeln kaufen würde, würde man halt viel mehr bezahlen und so kann man sich da mal ganz gut durchprobieren und vor allem auch viel Neues für sich entdecken. Da sind dann monatlich andere Produkte drin aus verschiedenen Bereichen wie Wellness, Design oder auch Food zum Beispiel. Und ihr wisst dann, mit dem Code Franziska10 könnt ihr da immer gerne 10% sparen. Und ich persönlich habe dann auch immer die vegane Box, die gibt es da nämlich auch. Und als erstes habe ich dann eine Sojakerze aus der Box gezogen und zwar von Trend Raider selbst. Und ich finde es ja immer schön, wenn es jetzt mittlerweile wieder länger hell draußen bleibt. Aber ich finde es auch immer richtig gemütlich, wenn man sich da abends noch schön Kerzen oder auch Lichterketten anmachen kann und sowas finde ich dazu immer richtig schön und passend und diese hier duftet auch wunderbar nach Zitrone und Bergamott und die ist halt auf Basis von Sojawachs und da ist dann halt so ein Holzdeckel mit drauf und genau, das kann man letztendlich ja auch super wiederverwenden, wenn man die aufgebrannt hat sozusagen, also leer gemacht hat, auf jeden Fall, wenn sie dann weggeschmolzen ist. Als nächstes gab es dann eine I&M Anti-Stress-Maske. Das mag ich ja auch immer ganz gerne. Vor allem machen das Marco und ich auch immer ganz gerne zusammen. Ihr wisst ja, manchmal machen wir uns dann so ein schönes Fußbad abends und dann sitzen wir dabei mit unserer Maske und irgendwie noch so einem schönen Getränk in der Hand und lassen es uns einfach gut gehen. Und die Marke finde ich persönlich auch richtig gut. Marcos Mama hat mir da zum Beispiel mal eine Bodylotion von geschenkt. Die ist auch richtig toll und er hat da zum Beispiel auch so eine Gesichtscreme. Das ist halt Naturkosmetik und vor allem auch vegan und natürlich tierversuchsfrei.
und zwar auch mit fair gehandelten Rohstoffen. Kommen wir dann zu einem Lippenstift und zwar von der Marke Le Papier oder Le Papier. Auf jeden Fall habe ich da so eine schön dunkle, rosane Farbe bekommen und ich trage ja meistens eher so durchsichtigen Lipgloss sozusagen oder eher so eine Lippenpflege, aber ich bin eigentlich auch ein Fan davon. Also ich finde, das sieht bei anderen immer richtig schön aus, wenn die Lippen auch so ein bisschen farblich hervorgehoben sind. Auf jeden Fall habe ich hier die Farbe Keris bekommen und das sind halt natürliche und vegane Inhaltsstoffe drin und das Ganze ist halt in Papier eingepackt, das heißt auch recycelbar und ohne Plastik. Und der Lippenstift an sich enthält auch Jojobaöl, Kokosöl und Shea-Butter. Dann war außerdem ein Glas mit Kurkuma-Kapseln mit in der Box und zwar von Lu Natura. Und Kurkuma ist ja auch so hochkonzentriert richtig gut für die Haut, allgemein für gut für die Abwehrkräfte und vor allem auch entzündungshemmend. Das Ganze ist wie gesagt in Glas verpackt und vor allem auch tierversuchsfrei und vegan. Ich persönlich benutze Kurkuma auch richtig gern so zum Färben meiner Gerichte, also halt auf natürliche Art und Weise. Weil halt gerade Kurkuma ist halt richtig stark färbend und zum Beispiel, wenn man das so in Kürbisgerichte mit reingibt oder auch Käsesoßen, dann werden die halt nochmal so richtig schön, ja, gelblich-orange von der Farbe her. Und dann war außerdem ein Organpeeling mit in der Box und zwar von Zartgefühl. Das ist ein erneuerndes Gesichtspeeling, auch wieder Naturkosmetik. Da sind nämlich einmal drin gemahlene Rosen, Zucker, Aloe Vera, Arganöl und auch Shea-Butter. Ich finde sowas ja immer ganz schön, einmal in der Woche irgendwie zu machen, damit halt die Hautschüppchen so ein bisschen abgetragen werden. Und ja, das darf man halt, glaube ich, aber nicht zu oft machen, um die Haut halt nicht überzustrapazieren. Das Ganze ist halt auch wieder vegan und tierversuchsfrei. Und das kommt auf jeden Fall auch mit unserer Abendroutine, wenn wir uns hier wieder schön mit unserem Fußbad breit machen auf der Couch. Das Lexans Bio-Knäckebrot war schon mal in einer Box mit drin, allerdings eine andere Sorte. Ich meine die blaue, das war auch richtig lecker. Das ist ja in so einer dreieckigen Form. Das Ganze ist von einem schwedischen Familienunternehmen, das halt auch nachhaltig produziert. Und zwar wird das hier aus 100% Roggen hergestellt, Bio-Roggen. Das ist halt auch vegan und tierversuchsfrei, wird wie gesagt fair hergestellt und ist auch in Bio-Qualität. Und ich liebe ja Knäckebrot einfach auch so zum Snacken oder halt zum Frühstück. Da kann man irgendwie, ja, süß und herzhaft drauf essen. Also finde ich immer eine sehr gute Idee, sowas zu Hause zu haben. Dann gab es außerdem ein Seifenset von Sapoluna. Ihr wisst, dass ich sowieso gerne so Shampoo in Stücken benutze, um halt nicht die Flaschen dann immer rumstehen zu haben. Und das Ganze lässt sich halt auch viel länger verwenden, habe ich immer das Gefühl, dass ich habe von so einem Shampoo-Seifenstück oder allgemein auch von Seife zum Händewaschen und so weiter oder für den Körper auch immer viel länger was davon, als wenn ich das jetzt irgendwie in solchen Flaschen kaufen würde. Und das hier ist einmal Meeresseife mit Meersalz und Wakame-Algen und außerdem einen Shampoo-Bar mit Braunhirse und Kamille und auch Gänseblümchen drin. Das Ganze wird hergestellt in Berlin und ist dann halt mit Ölen, Kräutern und auch Extrakten hergestellt. Natürlich wieder auch vegan, tierversuchsfrei, fair und bio. Was halt nur ein bisschen schade ist, dass das jetzt wiederum in Plastik eingepackt war. Dann gab es einmal die Fruchtsoft-Gummibärchen von Nutripur. Die sind aus 100% Fruchtsaft und Fruchtpüree. Ihr wisst ja, wenn ich nasche, dann nasche ich mit am liebsten, also neben Schokolade, auch so Gummizeug. Also gerade halt so Gummibärchen und sowas. Und da finde ich es halt richtig gut, wenn das dann auch in so diese gesunde Richtung ein bisschen geht. Weil zu viel Zucker ist dann ja auch nicht gut. Dann lieber halt der natürliche Fruchtzucker. Dann gab es außerdem einen Ingwer-Shot und zwar von Rabenhorst. Die haben auch sehr oft in der Box leckere Sachen mit drin. Und ich habe gerade letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, weil sie macht für sich und ihren Freund Ingwer-Shots immer selber. Aber halt in solchen Flaschen finde ich es auch richtig praktisch. Da sind jetzt hier zum Beispiel Ingwer mit drin. Außerdem aber auch Apfel, Maracuja und Mate-Essenz. Das ist vielleicht ganz gut so für Anfänger, die es noch nicht gewöhnt sind, so Ingwer dann ganz direkt pur zu trinken. Das stärkt dann wiederum das Immunsystem und ist halt so ein kleiner gesunder Gesundheitskick. Das hier ist auch fair hergestellt, dann außerdem bio, vegan und tierversuchsfrei. Worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist der Gewürztee. Und zwar ist es ein Bio-Tee von Yasashi. In der Box war halt eine von 6 Sorten mit drin. Und das Ganze wird hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und ist auch 100% natürlich von den Zutaten her. Und vor allem ist die Verpackung auch recycelbar. Und gerade jetzt so, wenn es noch ein bisschen kälter ist, aber auch gerne im Sommer als Eistee, liebe ich ja Tee allgemein. Ich trinke sowieso immer viel mehr. Also mir fällt es mal ein bisschen schwer, viel Wasser zu trinken. Deswegen gebe ich gerne Ingwer in mein Wasser mit rein oder trinke halt auch vor allem richtig viel und gerne Tee. Kommen wir dann zu einem Bio-Fruchtaufstrich und zwar von Schwartau. Da wird sich Marco sehr drüber freuen. Der isst nämlich super gerne Marmelade auf Brot. Und das hier ist jetzt Erdbeermarmelade. Finde ich persönlich auch richtig lecker. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Erdbeersaison im Sommer. Und das Ganze ist auch ohne Zusatz von Konservierung
Konservierungsstoffen, ohne Farbstoffe und vor allem auch ohne Aromen und dabei auch noch glutenfrei und laktosefrei, natürlich vegan und das, glaube ich, passt auch richtig gut zu dem Knäckebrot von vorhin. Und last but not least war außerdem das Green Lifestyle Magazin mit in der Box drin. Das hatte ich auch schon öfter, finde ich immer super interessant, weil da auch immer viele verschiedene Tipps für Nachhaltigkeit im Alltag mit drin sind, vor allem auch verschiedene Rezepte und ich mag es einfach, so eine entspannte Zeit zu haben und eine Zeitschrift durchzublättern. Und vor allem kann man sich daraus im Nachhinein, wenn man alles schön durchgelesen und verinnerlicht hat und nochmal drüber nachgedacht hat, da kann man das auch richtig gut zum Basteln zum Beispiel verwenden. Ich habe auch schon oft aus Zeitschriften so Geschenkverpackungen gemacht, indem ich es einfach ausgeschnitten habe, oder man kann sich aus den verschiedenen Symbolen und Wörtern auch richtig gut Moodboards basteln oder auch Visionboards zum Beispiel. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit den heutigen Inspirationen. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar schöne Ideen für euch mit dabei. Ihr könnt mich auch immer super gerne wissen lassen, wenn ihr bestimmte Wünsche oder Ideen für den Food Friday habt, ob ihr irgendwelche Rezepte benötigt. Ich bin jetzt auch schon langsam wieder dabei, mir was für Ostern zu überlegen. Das ist jetzt ja auch schon bald wieder soweit. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wie beispielsweise auf schön viele Sachen mit Karotten, wie Muffins oder auch Kuchen oder auch einen schönen fluffigen Hefezopf und so weiter. Natürlich auch herzhafte Gerichte wie veganes Rührei und so weiter. Aber vielleicht habt ihr irgendwie so einen Klassiker aus eurer Kindheit oder irgendwie von früher, den ihr irgendwie vermisst in einer veganen Variante. Da bin ich auch immer sehr offen, um sowas in einer pflanzlichen Variation zuzubereiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bye!